Hey, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder hier bei Resident Evil 4 Remake. Und weiter geht es ja hier immer noch bei dieser riesigen Festung, die wir ja gemeinsam mit Mike versuchen einzunehmen. Ja, allerdings natürlich unser eigentliches Ziel ist ja immer noch Ashley zu retten, aber na gut, ohne Mikes Hilfe wird das, glaube ich, nicht so schnell was. Also es ist gut, dass er dabei ist, auch wenn er jetzt gerade eine kurze Pause einlegt. Ah, da ist er ja schon wieder. Hey Mike, was geht ab? Rein mit dir! Danke! Das klingt gut. Oh, warte mal. Den Satz. Oh nein, dieser Satz. Ich habe irgendwie jetzt ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ach nee, nicht die Viecher schon wieder. Mike! Dieser verdammte Mistsack. Ach Mann, ey. Ach. Eklige Drecksbiester. Na, warte, das wirst du büßen, Zettler. Mensch. Wir kannten Mike noch nicht besonders lange und wir wussten eigentlich auch noch nie genau, wie er aussieht, aber trotzdem, er hätte ein echt guter Kumpel werden können. So, ich will, dass jedes einzelne blaue Medaillon in diesen Ruinen zerdeppert wird. Selbst dieses Drecksloch von einer Insel würde ohne sie besser aussehen. Ah ja, gut. Sind wir eigentlich sogar gleich hier? Ich habe die schon gesehen. Verdammt, bin ich jetzt hier richtig? Scheiße, ja. Anscheinend schon. Okay, gut, hier geht's weiter. Gut, ich habe hier gerade eine. Ich habe hier gerade eins gesehen. Da. Da war eins. Irgendwo da oben. Oh, okay, jetzt kriegen wir auf einmal richtig viel Zeug hier. Ja, dann steht eigentlich ja schon bald wieder hier so ein Finalkampf an. Ah, da ist das nächste Medaillon. So, von dort kam ich ja eben gerade her. So, das nächste ist irgendwo da hinten. Oder da oben? Ich sehe es gerade nicht. Irgendwo da in der Richtung. Da unten vielleicht? Okay, ich höre eine Fledermaus. Ah, aber gut, wenn ich jetzt eigentlich ja schon gerade so dabei bin, ich kann jetzt eigentlich ja jetzt, wo es endlich ein bisschen still hier ist, mich mal ein bisschen umhorchen. So, hier ist ein Schatz. Ein Schatz, ein Schatz. Gib her. Ein Zepter. Sieht wertvoll aus. Was steht hier denn drauf? Grabinschrift bei den Klippen.
Welche Nummer kann ich dir nicht sagen, weil ich bin nicht so gut mit römischen Zahlen, leider. Die Knochen unserer Brüder ruhen in allen Landen. Das Blut unserer Brüder wohnt unserer Nahrung inne. Wir sterben nur, um wiedergeboren zu werden. Wir leben bis in die Ewigkeit. Unsere Herrschaft ist absolut. Kenan Settler. Oh Mann, diese Familie scheint ja wohl echt krank zu sein. Weil seins ist klar, das war wohl ein Vorfahre. Weil wir wissen ja, dieser Settler hier heißt ja anders. So, ich habe jetzt nichts quietschen gehört, oder? Nüpp. Na gut. Da muss ich mich erstmal noch mal ein bisschen weiter umsehen. Ich muss ja immer noch dieses Medaillon finden. So, denn hier ist nichts, ne? Ne, gut. Kann ich es von hier aus irgendwie sehen? Warte mal, hätte ich es eben gerade von diesem Untergrundteil da sehen können? Mal sehen, noch mal schauen. Nochmal schauen. Ich will das nicht übersehen, klar? Ich kann doch von hier aus was sehen, oder nicht? Irgendwo hier. Irgendwo da hinten sein, oder? Ich sehe es nicht. Ach, da, da, ich hab's. Ach, scheiße, verzogen. Jetzt aber. Okay. Gut, es läuft gut für uns, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe auch sogar bisher keinen Auftrag vom Händler übersehen. Also jetzt vielleicht den mit den Ratten, also zumindest habe ich den Aushang nicht gefunden. Aber die Aufgabe galt trotzdem ja jetzt hier noch als erledigt. So, okay, wo sind wir jetzt hier? Oh, Ratte! Ja, okay. Leichensäcke. Ja, okay. Also irgendwas sagt mir, ich sollte lieber nicht darauf schießen oder sie in irgendeiner Weise zu stark berühren. Und warte mal. Ja, irgendwas atmet hier ganz laut. Überführung von Testexemplaren. Die Reparaturen wurden ohne Zwischenfälle abgeschlossen. Da die Anlage zuvor als Gefängnis diente, waren nur minimale Eingriffe nötig, um die luftdichte Versiegelung zu verstärken. Vorausgesetzt, wir bekommen keine Probleme mit der Kühlung, planen wir, alle verbleibenden Testexemplare aus Trakt 1 hierher zu verlagern. Alle Testexemplare wurden erfolgreich überführt. Während des Transports kam es zu einem kleineren Zwischenfall, bei dem ein Exemplar aggressiv wurde. Glücklicherweise sind nur wenige Opfer zu beklagen. Bitte lassen Sie beim Umgang mit den Exemplaren stets besondere Vorsicht walten. Es gibt Berichte, denen zufolge Sie langsam eine Toleranz für die niedrigen Temperaturen entwickeln. Okay. Ah, gut, ich höre ihn jetzt. Warte mal. Ah, ich hab dich. Da bist du.
Es fehlt nur noch einer. Oh, ein prächtiger Armreif. Prächtig, prächtig. Okay, da ich ja davon zwei habe, machen wir einfach mal so einen Duo-Bonus mit Smaragden. So, und am besten jetzt ruhig bleiben. Ach, hier. Okay. Wie gesagt, irgendwas sagt mir, ich sollte die besser nicht berühren. Irgendwie scheinen ja da Testobjekte drin zu sein. Ja, vor allem der da wackelt. Bin lieber mal leise. Wo muss ich eigentlich überhaupt lang? Verdammt, ich habe irgendwo... Scheiße. Ach nee, ey. Anscheinend habe ich irgendwo was übersehen. Ja, das blaue Medaillon wahrscheinlich war, das war bestimmt irgendwo draußen. Das Blöde ist ja, ich komme jetzt natürlich nicht wieder zurück, oder? Nee, die Tür ist zu. Okay, einer der Säcke ist leer. Au! Na sowas, wer hätte gedacht, dass es hier noch mal eine Schlange gibt? Ich weiß nicht, soll ich die jetzt... Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die jetzt rauslasse. Oh, verdammt! Ich hätte es ahnen müssen. Zubehör, Bio-Sensoris ist... Hallo, bekomme ich vielleicht auch mal die Chance, jetzt hier das Teil zu zerlegen? Mann! Habe ich es erwischt? Ja. Genau im letzten Moment noch. Halt still, Mann! Verdammt doch eins. Okay. Das kommt davon, wenn man ein bisschen gierig nach dem ganzen coolen Zeug hier ist.
halt immer. Oh, vorsichtig. Hä? Muss ich jetzt lang? Ach, da lang. Da ist eine Treppe. So, dann sind wir lieber erstmal ein bisschen still. Ach nee, ey. Erzähl mir jetzt nicht. Ach, Mann, ey. Na, zum Glück habe ich den ja schon bereits aufgeweckt. Deswegen... Ja, ich verstehe schon. Ja, die anderen sind anscheinend eh leer. Also nur die, die jetzt wirklich gewackelt haben, die waren jetzt... Ui. Okay, wir sind sicher. Hey. Was geht ab? Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ja, zeremonielle Zwecke lässt sich sicher verkaufen. Fast alles. So, das ist erstmal das Geld, was wir noch ausgeben können und wollen. Fremder. Oh. Dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. So, dann wollen wir mal gucken. Wo ist meine... Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Geh sorgfältig damit um, okay? Kleinigkeit. So, Killer Seven. Ich würde dir gerne noch ein bisschen mehr Power verpassen, wenn es recht ist. Magazingröße. Ich würde aber mal trotzdem mal gucken, wenn ich jetzt die Broken Butterfly kaufen würde. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. So, also im Vergleich zu Killer Seven ist sie tatsächlich sehr mau. Hat aber eine etwas höhere Feuerrate als die Seven. Also, ja, an sich wäre sie nicht schlecht. So, dann wollen wir mal gucken, was wir eigentlich überhaupt tunen können. Wenn du eine Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ach, ich gehe noch mal dran drauf. Bei dem Handwerk stirbt mir da draußen nicht weg. So, gucken wir mal, was wir noch haben. Obwohl, ich glaube, eine weitere Herausforderung sollte eigentlich nicht mehr sein, ne? Entspann dich und hab ein bisschen Spaß, Partner. Schauen wir mal. Naja, es ist nur noch das hier übrig. Und bei dem verzweifle ich sogar tatsächlich ein klein wenig, weil ich nicht so genau weiß, wie ich da überhaupt klarkommen soll. Weil der stetige Waffenwechsel, der ist echt nicht einfach dort. Also da S-Rang zu schaffen, ist echt schwer. Ja, und jetzt gehe ich wieder. Oh, nur das Beste vom Besten. So, muss ich erstmal gucken, was wir noch alles so haben. Okay, nicht mehr genug Zeug für was anderes. So, erstmal alles nachladen. Ich habe nämlich so langsam das Gefühl, wir kommen bald zum großen Showdown. Boah, Magnum mit Laservisier, das ist erstmal schon mal sehr nice. Geht's hier raus? Ja, Tatsache. Ich sag ja, das ist jetzt echt ärgerlich, dass ich ja jetzt hier nicht mehr das letzte Medaillon holen kann. Ja, was mache ich da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein bisschen Stress. Hä? Ihr habt mich entdeckt? Das ist jetzt echt, das ist ärgerlich. Los, ich will dein Gesicht sehen.
Zeit doch. Ja, sehe ich auch so. Verdammt, noch 10 Kugeln drin, ne? Boom! Es geht also doch, dass ich die einfach treffen kann, ohne dass ich ihnen das Gesicht wegschieße, ohne dass ich ihnen erst den Helm wegschießen muss. Ashley, ich komme. Okay, hier sind überall Hindernisse. Oh! Alter, wo kommst du auf einmal her? Noch mehr? Oh, Alter, hab ich mich gerade voll erschrocken. Mann! Ja, da muss ich jetzt auch erstmal rechnen, dass diese blöden Viecher wieder mit dabei sind, anscheinend. Schon wieder ein gelbes Kraut. Und warte mal, da hat jemand einen Raketenwerfer. Dein Ernst jetzt, Mann? Was? Wie? Was? Ach, da oben. Oh, und ich hätte beinahe die Falle übersehen. Das muss ich mal sagen, das war echt ein glücklicher Zufall hier gerade. Wo ist jetzt der Typ, der hier die ganze Zeit... Ah, da hinten. Stand ich, dass ich dich... Ups, verdammt. Bisschen da abgerutscht. Tja. Warte mal, da ist noch immer so ein Flattermann hier irgendwo. Der ist bestimmt irgendwo da oben drauf. Ja, da bist du ja. Das Geräusch von dem Vieh hat mich echt gerade so ein bisschen nervös gemacht. Wow. Sag mal, wo kommt denn jetzt auf einmal die ganze Munition her? Wieso ist das Spiel auf einmal so spendabel? Irgendwas ist doch hier faul. So. Ja, ist da mein Messer, mein kleiner. Grünes Kraut. Oh, da kann ich ja jetzt aber hier ein bisschen mixen. Natürlich erstmal schön aufpassen. So, hier war ich ja schon. Noch mehr Laserschranken. Oh, und sie haben ein Geschütz gebaut. Yeah.
Uff. Autsch. Geht mir genauso, Leon. Geht mir genauso. Au! Die Weste macht's nicht mehr lang. Ah, das auch noch. Shit. Fuck it. Ah, okay. Schätze mal, jetzt ist Schluss. Und okay, ein paar von denen lösen sich sogar jetzt hier in so einen komischen schwarzen Schlammmodder hier auf. So. Ah, hier kann ich auch was finden. Ah, gut. Ich glaube, hier wartet noch so einiges auf uns. Ich meine, warum wohl sollte ich sonst hier jetzt gleich hier erstmal hier endlos viel Munition kriegen? Naja, gefühlt endlos Munition. Ja, so wie das sich anhört, ist hier gleich irgendwie noch so ein Typ mit irgend so einer Tiermaske, so einer Schwein- oder Stiermaske jetzt hier gleich unterwegs. Irgend so ein riesiger Typ, der jetzt eigentlich nur hier so am schweren Atmen ist. Okay, ich denke mal, ja, bevor ich weitergehe, ich glaube, ich mache hier erstmal lieber an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns genau an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part hier bei Resident Evil 4 Remake. Bis dann und ciao, ciao.